Eislandhelm. Naja, sonderlich gut ist der nicht. Der kann weg. Dunkle Beinschienen können weg. Die Beinschienen der Ritterrüstung können alle weg. Hartlederbeinpanzer. Die Windstahlbrustplatte kann weg, von denen können auch weg, bis auf einen. Speerruben können weg. Die dunklen Beinschienen habe ich weg, also kann auch der die dunkle Brustplatte dazu weg. Ja, die ist gar nicht mal so schlecht. Die Dinger, die braucht keiner. Also können sie weg. Unsere Rüstung kann eine weg. Die Magierschilde können weg. Das Ding kann weg. Skorpion kann weg. Ne, den Skorpion behalten wir mal. Ultraner Meister, Brüste können weg. Da ich einen davon will, hebe ich einen auf. Botas Hammer ist Erinnerungsstück, bleibt da. Windstahl Zweihänder kann weg. Chaosäxte können weg. Die ganzen Kampfkeulen der Nordmänner können auch weg. Donnerklinge behalten wir mal. Richtiges Reißschwert können wir behalten. Wuchtiger Stab können weg. Die Hämmer hier können auch mal alle weg. Der bleibt da. Kleiner Streitkolben bleibt auch da. Zauberkugel kann weg. Feueraxt und Giftdolch bleiben da. Geschärftes Kurzschwert kann weg. Die zwei können weg. Zwergische Mauerbrecher, bis auf einer, können weg. Gehendes Kurzschwert können alle weg. Kriegsdolche können mal weg, das kann weg. So. Habe ich jetzt ihm zwar auch die Waffen verkauft, aber sei es drum. Ach, du wärst der Weißmagier gewesen, okay. Dann kriegst du unseren ganzen Tand. Wie viel ist das wert? Ein Gold. Ja. Das ist 92 Silber wert, okay. So, und die Dinger, die nimmt er mir nicht ab. Gut. Das heißt, wir sind sauber und startklar. Werden jetzt Fiara verlassen. Schade, dass ich es nicht weiter hinauszögern konnte, weil wir begeben uns jetzt dann nach Urgaf. Also das Nachtflüstertal befindet sich noch in Fiara, dem nördlichen Kontinent. Wir wollen jetzt aber nach Urgaf, dem Mini-Kontinent, der eine reine Sumpflandschaft ist. Wo es so gut wie alles töten würde. Oh Gott, da leben ja noch zwei.
Ja, und jetzt hoffe ich dann mal, dass dem sein Zauber lang genug anhält, dass wir durch die Türme durch können. Wir haben zwar 90%igen Schutz gegen, nee, halt schwarze Magie 50%. Tag, hoher Arkon. Sprecht schnell, Mensch! Gebt mir den Schutz vor der Magie der Eisernen. Ihr seid geschützt. Für kurze Zeit wird kein schwarzer Zauberspruch euch treffen können. Nun geht, beeilt euch. Okay. Ja, Mantel der Noah. Liegt allerdings nur auf uns. Mit dem sollten wir dann schnell durchs Portal. Sicherheitshalber hier mal ein Safe machen, dass wir den Quark von gerade eben nicht wiederholen müssen. Also gerade die Amra-Quest möchte ich ungern nochmal wiederholen. Ja, meiner Meinung nach wäre es viel schöner, anstatt jetzt nach Urgaf zu gehen, einfach nach Lianun zurückzugehen und dort am See einfach Urlaub zu machen. Aber nö, wir können ja nicht zulassen, dass der dunkle Zirkelmagier mit dem Phönixstein, den wir ihm gegeben haben, irgendwelchen Unsinn anrichtet. Die Welt zerstört zum Beispiel. Weltzerstörung nicht gut. So, die beiden kann ich nur auslachen. Ich kann mal kurz hauen. Das war's aber auch schon. Ich sollte durch. So, atmende Wald. Finde einen Weg, das Portal zu erreichen. Die Eisernen haben starke Festungen in diesem Dschungel. Es wird schwierig werden, das Portal zu erreichen. Die mächtige und düstere Blutesche ist ebenfalls ein Feind der Eisernen. Vielleicht kann dies zum Vorteil genutzt werden. Okay, welche Blutesche? Okay, ein Kitar-Lager.
Und das wird die Blutesche sein. Und das ist ein Spiel, das hängt. Okay. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Hoffentlich. Ja. Ich habe jetzt doch noch mal ein bisschen Foren durchgeblättert. Weil wir ja schon mal das Problem in Fallen und Sein hatten, dass das Spiel einfach mal so abgestürzt ist in Dialogen und so. Und bin auf was gestoßen, ja. Was gut ist. Weil diese Abstürze bedeuten, dass es hier wieder Infinite Spawn Bug gibt, den wir auch im Fall ums Sein hatten. Wo da die ganze Base voll mit Armbrustschützen war. Dieses Mal bin ich aber zum Glück auf jemanden gestoßen, der ein Skript geschrieben hat für Spellforce, welches die betroffenen Spawner irgendwie umschreibt, dass sie fast normal funktionieren. Also zur Sicherheit speichere ich hier das Let's Play nochmal und dann versuchen wir nochmal die Cutscene uns anzugucken. Theoretisch sollte durch das Skript jetzt der Absturz vermieden werden. Ich hoffe es einfach mal. Weil sonst wär's doof. Werden wir ja gleich sehen. Blutesche marschiert. Der Turm kann ihm nichts anhaben. Es läuft schon mal weiter, was gut ist. Oh, Kreaturen aus Stahl. Bauen schreckliche Türme in meinen Wald. Oh. Ich würde sie alle zerschmettern. Doch ich muss es bewachen. Worüber wacht ihr, Herr des Waldes? Mein Kleinod, das Herz des Waldes, mein Besitz, es gehört mir. Ich muss es behüten, beschützen. Ja. Okay, er hat über sein Kleinod geredet. Das da in dem kleinen Teich liegt. In dem Wasser des Brunnen glitzert ein großer grüner Edelstein. Es muss das Herz des Waldes sein. Ja, wenn wir das Herz nehmen, das Herz pulsiert grünlich, als ihr es an euch nehmt. Die große Blutesche setzt sich knurrend in eure Richtung in Bewegung. Ja. Nein, das wollen wir lieber nicht. Herz des Waldes zurücklegen. Ihr legt das Herz des Waldes zurück, das sofort grünlich aufleuchtet. Die Blutesche gibt ein beruhigendes Brummen von sich. Die Linien müssen halten. Mein Kleinod. Okay. Fangen wir mal an, uns umzusehen. Und das hat uns ein Level abgegeben.